willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Team Rocket besiegt und ein paar der Trainer. Ein Trainer, zwei. Mein Gott. Wartet. So, musst du nur eben wieder auf die andere Sicht machen. So müsste ungefähr für euch gut sein. Also ich bin nicht gerade nicht bei mir zu Hause und konnte deswegen auch nicht so gut den Bildschirm aufnehmen wie sonst. Hoffentlich ist das nicht so schlimm gerade. Wird sich morgen wieder ändern. So, ich habe einen Plan. Ich habe nochmal alle Pokémon gestern ganz kurz ein bisschen trainiert und habe jetzt einen Plan, wie wir... Hi, ich bin Kai. Ich verliere nie. Wenn es um Käfer-Pokémon geht, meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Oh mein Gott, was ist das für ein Zungenbrecher? Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Das mach mal. Währenddessen machen wir dich kaputt. Kai. Safkorn. Ich hätte jetzt nicht geachtet, wie viele Pokémon er hat. So, und zwar hat nämlich Horri jetzt Schnabelattacke. Und damit machen wir jetzt eigentlich echt gut Schaden. Deswegen werden wir jetzt auch gewinnen. Ach, was mache ich vor? Wir werden wahrscheinlich wieder ein Pokémon verlieren. Nee, wir versuchen es mal nicht. Wäre blöd, wenn wir heute wieder eins verlieren. Die Chance ist gering. Weil meine Pokémon super trainiert sind. Kokuna, da bleiben wir auch direkt mal bei Horri. Dann könnte es sich auch gleich mal wieder ein Level up kriegen. Unser Team hat ja in letzter Zeit sehr viele Rückschläge gemacht. Aber jetzt geht's wieder nach vorn. Okay, ein Pokémon kommt noch. Ein Zichlor. Da wollte ich mal Tilam einsetzen. Weil ich glaube, das ist auch Typ Flug. Vermute ich mal. Ich vermute mal, dass es Typ Flug ist. Müsste Typ Flug sein. Horrorblick. Und Level 16 habe ich gar nicht gesehen. Was hast du denn von der Maschine aufgebaut? Aber wir werden die Maschine mit Tilam besiegen. Tilam, boah, bitte keine Scheiße jetzt. Okay, Horri, bitte unterstütze, weil ich habe das Gefühl, dass Tilam sonst gleich stirbt. Aaron.
Also Aaron wird nicht sterben wahrscheinlich. Solange er keine Pflanzenattacke hat, werden wir nicht sterben. Los, Aaron. Begrab ihn. Leute, und keiner hat ein Level-Up. Aber wir haben jetzt auch schon den zweiten Orden. Wow, wir sind vor 2 Folgen erst in die, also letzte Folge erst in diese Stadt gekommen. Das ging schnell. Also wir brauchen für die für den davorigen Arena-Leiter 5 ganze Folgen. Das hat ja bis jetzt den Großteil des Let's Plays ausgemacht. So. Den Insektorden. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis Level 30. Okay, Aaron, du musst mir eigentlich jetzt gehorchen. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. Gurkengamer erhält TM 49. TM 49 enthält Zornklinge. Da werde ich auch mal gucken, was wer das lernen kann. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke je nach Runde an Stärke. Oh, das ist, muss ja richtig OP sein. Je länger die Kampfdauer ist, desto besser wird der Angriff. Oh. Ist das nicht toll, dass ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ich vertraue dir nicht. Du hast gegen mich verloren und dachtest, du wärst ein Profi. Ich vertraue dir nicht. Denkst du, ich vertraue jemandem, der sagte, okay, ich habe noch nie verloren und du wirst mich nie besiegen? Solchen Leuten vertraue ich halt nicht. Wartet eben, Leute. Ich muss noch so machen, dass ich nicht so viel wackel. Wenn ich... Oh, ich muss gleich erstmal mein Tino aufladen, nachdem die Folge zu Ende ist. So, dann heilen wir mal ganz kurz. Ich warte immer noch, dass wir Pokeritis bekommen. Ich warte immer noch darauf. Ich hab Bock, die Pokeritis zu kriegen. Also meine Pokémon, ich möchte eine richtige Epidemie machen. Oh. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Hör mal auf zu lügen. Du machst keine Witze? Ich mach keine Witze. Ich hab die besiegt. Ich hab die auch mal in Kanto besiegt. Ein paar Mal. Dann lass uns kämpfen. Sehen, wie gut du bist. Ja, ja, lass kämpfen. Wenn du verlierst, wenn du kennst ein Pokémon von mir. Silver möchte kämpfen. Silver schickt Nebulak in den Kampf. Boah, das ist ja relativ schwach, dieses Nebulak. Das könnte man auch mit Hori schaffen. Hori ist nämlich nachtaktiv und schläft deswegen nur tagsüber. Also hat es auch keine Wirkung auf mich. Also schläft kaum. Versuch es doch nicht. Du hättest mich jetzt mit Schlecker schon die ganze Zeit kaputt machen können. Das passiert, wenn ein Noob einen Nebulak hat.
So, Level 13 endlich. Hubert. Ah, da könnte ich die Lamm mal ganz kurz einsetzen. Komm, bis jetzt hast du noch nichts gegen mich. Du hast nicht mal Schaden gemacht an mir. Und du meintest, du... Super Schall. Aha. Okay, ich bin verwirrt. Bitte schlag dich nicht selber. Ernsthaft? Wehe, du schlägst dich immer selber. Ich versuche. Ey, Wetten, bis tötet mich. Es ist klar, ne? Oh, nö. Ist doch klar. Ist mir egal. Ich opfer einfach ein anderes Pokémon, was ich keinen Bock drauf habe. Ich opfer Brock. Brock wird geopfert, damit die Lamm weiterleben kann. Wir dürfen andere Pokémon opfern. Ja, das war ich. So, dann opfern wir gleich erstmal ein Pokémon. Sie würden alle wollen, dass die Lamm weiterlebt. Fallen, wir brauchen noch die Lamm. Oder nee, ich opfer Tilam nicht. Ich werde kein Opfer für Tilam machen. Da wird Tilam erstmal in Tod schmoren. Lorblatt. Okay. Sorry. Dann werde ich erstmal Leckermon in den. Also Fleckmon heißt er. Leckermon werde ich dann erstmal in den Kampf in unserer Team nehmen mit sehr viel. Komm, du machst nicht viel Schaden. Nicht schaden. Du machst Schaden. Ernsthaft? Ich guck, ob ich noch einen Trank habe. Ich möchte ihn mit Harry killen, damit ich zumindest zeigen kann, wie es ist, wenn man einen Pokémon killt. Wenn ein Pokémon gekillt wird. So. Blaublatt. Lass es. Nein. Ja, gut gemacht. Ich habe mich überhaupt dazu beschlossen, die Legend of Zelda Breath of the Wild nicht aufzunehmen mehr. Sag nicht, da fehlt noch ein. Oh mein Gott, Leute. Entweder ist es ein Bug hier oder mir fehlt wirklich nur noch 1%. Lol. Ich hasse Schwäche. Pokémon-Trainer. Macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen
Allein ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Was? Ich hab gerade dich besiegt. Mein Gott. Ist der verkorkst. Was hat der ein Problem gegen mich? Vor allem bald müsste ja das Pokémon-Ei schlüpfen. Oh ja. Ich habe vergessen, Tilam muss ja weg. Es ist tragisch, dass sowas passieren musste, weil wir haben jetzt unser viertes Pokémon auf der Todesbank. Tschüssi, Tilam. Wartet, der Brownie kommt eben rein. Wartet, kommt er doch nicht. So Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.